Er war doch mit beim Friedhof. Es fehlen dann immer noch zwei Salutoren. Gucken, ob wir die auch noch finden. So, mein Guter. Do you have a moment? For you, always. This whole farce, the thank yous, what's it all for? What intentions do you have towards me? Intentions? That we become friends and help one another, and complement one another. I have skills that you don't, and vice versa. I'm not hiding anything from you, Victor. Ich hab das Gefühl, das haben wir ihn aber schon mal gefragt. This place looked different. The Nadarjinskis did too. Everything is happening according to their will and with their blessing. All these people, you've gathered a colorful group. Das haben wir ihn, glaube ich, schon mal gefragt. We all come from different environments, from different rungs on the ladder. And that's the most beautiful thing about this. What have you found out about them? Ja. Enough about these people. Warum das aber schon wieder weiß ist, keine Ahnung. I need your help. Again. And I won't turn you down again. Do you see anything? Ow! Das ist Krampus. The next trick's the... Yes, this one is worse. Well, yes. Don't worry. He thinks he's playing with us. It's just an illusion. Come here. Enough joking around. Okay, dann haben wir Krampus in unserem Deck. Ah. Im Weg ist sein Baum. Haben wir Zunge auf 6. Wie sind wir jetzt im Zimmer von ihr? What? Okay. Das war jetzt das letzte Geheimnis der Stadt, das wir noch offen haben aktuell. Kann sein, dass es aber niemals das letzte sein wird. Fehlen noch ein paar. Aber ich würde danach gerne die Titelseite mal fertig machen. Ich glaube, danach müssten wir mal bei Praga ein bisschen aufräumen. Plakat. Gastvorstellungen vom Publikumsliebling und Komiker. Alexander Kirschner. Bar die Kaschenme. Eingang links vom Barbier. Täglich um 19 Uhr. Kartenverkauf an der Tür. Können wir da jetzt einfach eigentlich hingehen? Müssen wir doch alles. Warum noch mehr suchen? Komiker, 19 Uhr. Karten gibt's vor der Tür. Mehr will ich nicht wissen. Das Plakat wird nicht verschwinden. Brief.
Nach Ende der offiziellen Vorstellung begib dich ins Hinterzimmer. Die Treppen dort führen in die Wohnung des Gastgebers. Nenne an der Tür die Kennphrase. Zur Hölle mit ihm. AK. Gibt eine unvergleichliche Vorstellung. Am I a magician or what? Schlussfolgerung. Illegaler Humor. Alexander Kirschner ist Komiker, der sich gerne über den Zaren lustig macht. Seine Aufführungen finden abends in der Bar, die Kascheme, statt. Sobald der offizielle Teil vorbei ist, gibt er eine Geheimvorstellung. Geh einfach ins Hinterzimmer und das Passwort ist zur Hölle mit ihm. Jetzt haben wir es doch. Manchmal kann es so einfach sein. Brauchen wir, glaube ich, nur eine Bank, oder? Es ist 19 Uhr. Vielleicht haben wir gerade Glück. Wir werden wieder Predigten gehalten. Und wir haben Glück. Manche Menschen leisten Basisarbeit, andere organisieren Umstürze. Kirschner schwingt eine andere Waffe, die aber nicht weniger scharf ist. Ui. Das sah interesting aus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt erstmal alle Geheimnisse durch. Das heißt, wir können jetzt die Titelseite weitermachen. Warte daheim darauf, von den Lichtschichten kontaktiert zu werden. Wir haben keine Debuffs mehr auf uns drauf. Wir müssen totally fine sein. Und als Location sind wir, glaube ich, durch, oder? Point of Interest? Die haben wir, glaube ich. Hoffe ich. Und dann fehlt es halt Prager noch. Jedel. Da sind, glaube ich, dann die letzten Zeichnungen und Nebenquests. Eisen. So, jetzt sollen wir erwarten. Wieso steht der direkt vor unserem Haus? What the hell? What's the noise? What? The actually duck. Das kam von oben. Oder? Kam von unten. Ich bin ein Idiot. Aus der Küche? Over here, young master. For God's sake, young master. What is the meaning of this? Ach, die haben uns aus das Fenster geschmissen. This is the message I've been waiting for. Telephones exist. I'd better sweep it up before the young miss sees it, and then I'll call a glass worker. Das wird teuer. It'll be our little secret. Indeed, exactly. Ich nehme bitte einen Kakao. Nachricht von den Lichiten. Schulzki, wir können reden. Komm zum Bazar von Povisle und bring den Schmierfinken mit. Dort wartet eine Kutsche. Keine Dummheiten, sonst fischen sie deine Überreste morgen früh aus der Weichsel. Die Lichiten. The things people come up with. Wanda oder Schukow? Please connect me with Fagin, the editor. Śródmieście, 3490. Den rufen wir jetzt an. Yes, I'll hold. Thank you. Ich komme durcheinander. So viele Quests. It's me, WS. Have you learned anything? They reached out to me. I'm keeping the brick, but someone should compensate me for the window pane. I'll install it myself. My father was a glazier. Do you know where our bloodthirsty patriots are hiding? We're supposed to meet in Povisle near the market. They'll have a carriage waiting. I'm on my way. And I'll think about whether I should notify somebody else. Doch, wir gehen zu Wanda. Wanda ist cool. Aber sollten wir nicht nur mit einer Person auftauchen?
Problem ist, ich weiß nicht, von welcher Region wer war. Dafür ist es zu lange her. Das heißt, kann auch sein, dass wir jetzt die falsche Person haben. Wir dürfen nur nicht nach Povisle reisen. Nicht, dass wir da was triggern. Hier sind wir richtig. Jetzt müssen wir sie nur noch wieder in ihrer Bar treffen, bestimmt. Gucken, was sie sagt. What's new? The Lehites. What about them? Have you found out what den they're staying in? They seek a meeting, but on their own terms. They said they would send a coach for me to Povisle. A pathetic ploy. Don't worry, I'll be there. I'll keep an eye on you. Yeah. I'll be off. He's been aboard. Too bad. Stay out of trouble, wizard. Die ist eigentlich voll cool. Frage ist, was da passiert, wenn wir Schuhkopf mitgenommen hätten. Das ist voll mal voll gemein, solche Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, hier gibt es weder richtig noch falsch. Gibt es nur sein oder nicht sein. Also da sein oder nicht da sein am Treffort. Ich lieb's einfach viel zu gerne. Bin falsch abgebogen. Ist doch der Bazar, no? Have you been waiting long? I'm a journalist. I can be patient when I know I'll be rewarded for it. I see that the carriage hasn't arrived yet. I'm sure they're watching us. Patience. Tell me what you have for me before they get here. Hä? Er sagt, sie beobachten uns schon. Im selben Atemzug sagt er, ja, verrat mir noch so was, was passiert ist, bis dahin, so, bis sie da sind. I have information for you that may prove useful during the interview. Let's start with how you convinced the Lehites to reach out. It wasn't difficult. I tracked down the attacker. Christian Krul survived the explosion of his own bomb. He was lying in Praga Hospital and is fanatically devoted to the cause. Not bad. And the culprit was right under Zhukov's nose all this time. Is there anything else? The target of the attack was Stefania Lipnitska. She ran a foundation on Novogrodska Street. The Lehites found out that Lipnitska was an informant. She'd handed over members of some Polish society from Vilnius to the authorities. The bomb was meant as revenge. So, this was an attack on her? All other victims were... Were unlucky bystanders, yes. Do you have any proof of Lipnitska's betrayal? I saw a congratulatory letter and a Russian medal in her office. In that case, I can't not write about it. You're doing fine. What else? I renewed my contact with the socialists. Well, well. How often do you see Vonda? They want to be as far away from the Lehites as possible, and even go so far as to treat them with hostility. I like this dichotomy. A common goal, and yet, a moral challenge. I would very much like to hear the other side's version. You're doing fine. What else? Izabela Lipnitska, Stefania's little daughter, is at Praga Hospital. She lost her eyesight due to the attack. And you probably want to suggest that I not mention her in the article. Your conscience, your choice. This is everything I've been able to find. Incredible. We must work together more often.
Does your conscience bother you sometimes because of the things you write? Never, if what I write is the truth. A lot when I write to please the censors and the courier. What exactly do you intend to write about the Lechites? I told you, the truth. I want to know if they're Polish patriots who made a mistake, or if they're Russian provocateurs who want to destroy the socialists. Or if they're just a bunch of lunatics. I think that's for us. Fine, let's not keep them waiting. Der Kutscher ist da. Oh, Maschina Hamunda. Finally. So, this is the famous Kimichitz, the herald of the revolution. We have a lot in common. That remains to be seen. And this must be Mr. Shulsky. Strange company for a socialist. I read your manifesto. If I'm bourgeois and Mitz is a socialist, what are you? Patriots. Real ones. You will be the first to bring the testimony of the Lahites to the Poles. You will be famous. What did you want to achieve with this attack? To sow fear in imperialistic hearts. To show what fate awaits those who betray Poland. Is this about Stefania Lipnitska? We want to use this interview to expose her lies, her betrayal. Let the people see her true face. She was no Pole, not a true one. Lipnitska's faults are not commensurate with her punishment. Tell that to those she sent to the scaffold. I regret that we could only kill her once, while she killed many. Lipnitska's daughter will be better off in the shelter. At least now she has a chance to grow into a patriot. Your victims were all Poles. Doesn't that conflict with your postulations? Please, don't twist our intentions. What are the biggest differences between you and the socialists? Because a trusted source tells me that they have a decidedly negative view of your organization. Socialism is our biggest difference, sir. What's going on here? This interview's over. The police? No, we didn't come here to arrest you. Come here. This will be an execution. I don't think you know who you're dealing with, miss. But I know that they'll be fishing your body from the Vistula tomorrow. You'll serve as an example to others. What took you so long? You set us up, you son of a Ruski bitch! Bin ich in Warschau geboren? Der muss weg. Er muss weg. Das ist nicht so schön. Okay. Ich nehme erstmal die Schilde weg. Boah, what? Der ist ja super crazy zu spielen. Okay, für Krampus brauche ich noch eine Bedienanleitung. Wie viele negative Effekte willst du haben? Ja. Ich nehme einmal OP, weil ich mich heilen muss. Blutung. Okay.
Hat der gerade den Schraubendreher irgendwie? Ja, so viele Debuffs drauf. Wir haben an sich fast alle Debuffs von denen runter. Ich würde gerne mal hier nochmal den Debuff nehmen. Ja, und den prügel ich einfach. Ich muss halt wieder extrem wie in Debuffs aufpassen. Diese auf mich rauflegen. Ja, der ist irgendwie, da ist einer umgefallen. Upsi. Ich war's nicht. So ohne permanenten Debuff so kämpft sich das ganz entspannt. Ich kämpf nie wieder mit diesem Debuff, wie sie sein muss. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht gefühlt gerade. Ich glaube, Wanda hat echt gute Rüstungsklamotten an. Ich will die nicht verschwenden. Weiß mal rein. Wieso hat sie jetzt ihren Angriff zurückgezogen? Ich will gerade zu gerne wissen, warum sie ihren Angriff zurückgezogen hat. Alles rein. Alles will es. Grateful and all, but why didn't you bother telling me you intended to bring the socialists here? There was no time in all this journalistic rush. Can we speak outside? Es gibt viel zu bereden. I can't stay long. The police and the military will be here soon. Thank you for dropping by at the right moment. Remember that. What do you intend to do about those fanatics? This particular Hydra needs to have only one of its heads cut off. The rest will either kill or betray each other, or hide in fear. We'll see. Miss Vonda, how about a brief comment for the press? The Polish press. I promise to give you something to write about, Fagin. Wir haben uns gute Freunde gemacht. In what words would you like to be described? I'd prefer it if Kmetyz didn't mention me at all. As you wish. Who knows? Maybe it's the beginning of a beautiful friendship. Er hat uns auch schon mal gehasst. So eine Hassliebe. So, ich würde mich eigentlich noch mal in Prager umschauen. Wir sind in Prager, lul. Ich habe sie nur einen Punkt der Interesse. Aber dann fehlt mir irgendwie noch einiges. Boah, nee, nicht, dass es dann alles erst mit Kapitel 3 kommt. Frage ist, wo fangen wir an? Gefährliche Freunde? Oder Golem? Eigentlich Golem zuerst. Müssen wir dahin? Ich glaube, Golem hat Vorrang. Golem über Partys Geschichte, weil Golem ist ja Familiengeschichte. Frag mich nur, wo ich die letzten Aussichtspunkte. Aber vielleicht kommt noch eine Region.
Hier waren wir noch nicht. Noch nie. You said a month, two at most. I believed you. Then came the very first rain and it was pouring in again. You fixed it, then the next rain. Soaked. I can't sleep because I have to keep emptying buckets. It's leaking just as badly as it was before, but the eyes of God are in every place, and they're watching. Rabbi, when I said 2 months, you said there was one hole in the ceiling, but the whole building is in shambles here. I can do it. Quiet. You can seal up your daddy's barn with straw. The roof is gonna get holes because the foundations are crumbling. So, let's go down to the basement. Oh no, definitely not there. Why do you afflict me so? I know why, because you know I shall bear it. Well, sir, are you just here to listen, or have you got something to say? Am I speaking to Rabbi Sofer? You see, all I gotta do is mention these cellars and his name comes up. Would Hashem let a synagogue be haunted? Bad. Hey now, quiet. You're too late, I'm afraid. My name is Feldman. Rabbi Sofer departed this world almost a year ago. Forgive me, I have worldly matters to attend to. I understand, Rabbi. And if someone were to help you with these workers? In the words of the market woman trying to tempt a Jewish man into idolatry, what harm would it do? I understand. Danke dafür, dass Rabbi Zeit findet, um mit dir zu sprechen. Riss in der Wand. Aus dem Riss vom Boden bis zum Dach der Synagoge verläuft, tropft stetig Wasser. Hinter dem Riss in der Wand versteckt sich die Angst vor der gerechtigen Strafe, die Gott all jenen zukommen lässt, die es wirklich verdienen. Wenn es nicht Gottes Wille wäre, würde dieser Ort nicht so aussehen. Irgendjemand muss zahlreiche Sünden begangen haben. Anders ist der gegenwärtige Zustand dieser Synagoge nicht zu erklären. Eimer für Regenwasser. Das Dach ist wohl an mehreren Stellen undicht. An der Wasseroberfläche spiegelt sich ein Gedanke, so rein wie Schnee und so kraftvoll wie ein Hagelkorn. Das Haus Gottes darf nicht aussehen wie eine Ruine. Es ist einfach nicht richtig. Es muss etwas unternommen werden, bevor es zu spät ist. Gibt noch mehr Hinweise, oder? Hier können wir warten. Draußen glitzert es einfach. Eine alte Leiter. Sie ist alt und verschlissen. Sie wurde wohl schon für viele Renovierungsarbeiten eingesetzt. Unfassbar. Eine Leiter wird benutzt. Die Leiter wurde voller Elan aufgestellt. Sie strahlt tiefste Überzeugung aus, dass es eine Ehre ist, das Haus Gottes wiederherstellen zu dürfen. Eine gute Tat, die der Allmächtige und seine Herrscharen sicherlich wahrnehmen werden. Diese Arbeit ist ein Geschenk. Schlussfolgerung. Die Renovierung der Synagoge. Die Arbeiter sind fromm, aber ihr Glaube hat sie zu verschiedenen Schlussfolgerungen geführt. Der Jüngere möchte den Tempel zu Ehren Gottes so schnell wie möglich renovieren. Der Ältere befürchtet, es könnte eine Sünde sein, etwas wieder aufzubauen, was von Gott zerstört wurde. Ich sollte dafür sorgen, dass sich die Interpretation durchsetzt, die sich mit meinen Zielen deckt. Opyra! I summon you. Back up. God helps those who help themselves. But maybe you're right, Rabbi. Maybe Hashem is afflicting us, setting a test for us. You heard the Goy talking about Sofer. The old man cursed this place, especially these cellars. So I'll go on my own, and show that Hashem protects me against curses in Hashem's domain. On your own. You can seal up your daddy's barn, right?
Fine, let's go. You've gotten the better of me again, Hashem. Your tests still surprise me, but if this is your will, I think Hashem has sent you to me. Who are you? I'm the son of Stanisław Szulski, and I really need help. Let's go into my office. Let's show Hashem we accept the challenge. Und auffällig folgen. Schallplatte. Predigten über Simon, den Magier. Predigen über Simon, den Magier, Kapitel 25. Als Simons Lehrling ohne seine Aufsicht einen Golem erschufen, weigerte sich dieser zu gehorchen, ging umher und tat, was ihm beliebte. Als sie ihn mit den ihnen bekannten Methoden vernichten wollten, reagierte er darauf nicht und plagte sie weiter. Schließlich wandten sie sich beschämt an ihren Herren und er sprach zu ihnen: Das, was geschaffen wurde, kann nur an seinem Geburtsort vernichtet werden. Und so lockten die Lehrlinge den Golem an den Ort, an dem er erschaffen worden war, und er zerfiel zu Staub. Sofas Nachricht. Gestern, als ich zur Grisbowska Straße lief, überkam mich auf einmal ein starkes, fremdartiges und zugleich vertrautes Gefühl, das dem ähnelt, wen ein Salutor in der Nähe ist. Es traf mich mit voller Wucht, als ich im Markt vorbeilief. Ich habe diese Art von Energie noch nie gespürt. Sie war exotisch. Wild. Dieser Neuankömmling ist nicht von hier. What do we have here? Please, tell me what problem brought you here. Ich hab einen Golem am Arsch. Maybe, Rabbi, you could tell me something about golems. Thaumaturge, golems belong to Kabbalah, and you're forbidden from knowing anything about them. It's a trap for a soul. There are tales of golems being summoned for revenge, or in good faith, for protection. But they all end rather badly. Rabbi Sofer puts a curse on my father, unfortunately. It started affecting his children as well. A curse is a serious accusation, you know. I find it hard to believe Sofer would do such a thing. Do you think this has something to do with a golem? I don't know. Did the old rabbi perhaps leave some things here? May I take a look at them? Yes, here you are. All his books are here. I don't think I threw anything out. Is there anything else I can help you with? Oh, uns fehlen so viele Sachen. Rabbi, could you tell me something about Sofer? He was fair, but also difficult and very principled, like this city. Riots, provocations, pogroms, overpopulation. But if he's the one who inflicted the curse, he must have been a powerful thaumaturge and Kabbalist. Who can summon a golem? Normally, it's determined by need. The Kabbalist rabbi summons the golem himself, but other Jewish people can also entreat him to do so. In legends, the golem is a terrible punishment and a tool for meting out divine justice. But I think it's an offense against Hashem, and revenge is no justice. How can I stop a golem? To summon it to life? You write the three Hebrew letters spelling Emes, truth, on the clay that formed it. In an attempt to stop the monster, the heroes of these legends would erase the first letter from its clay body. That leaves Mes, which means death. But I don't know how much truth is in that. Rabbi, could you help me understand something about Kabbalah? No. And I'll say no more on the subject. I fear for your soul. I'm afraid that I won't find anything more here. Thank you, Rabbi.